Wir befinden uns aktuell vor dem Zentrallager eines Discounters. Hier findet seit Sonntagabend eine Versammlung mit Landwirten und deren Traktoren statt. Aktuell haben sich um die 100 Traktoren vor dem Zentrallager versammelt. Gestern Abend ist noch eine Absichtserklärung durch einen Geschäftsführer des Discounters hier in Kloppenburg verlesen worden. Der Discounter hat auch eine Gesprächsbereitschaft gezeigt. Es konnte allerdings zwischen den Parteien kein Konsens gefunden werden. Wir waren mit Einsatzkräften vor Ort, um diese Versammlung zu schützen und haben ständig eine Rechtsgüterabwägung vorgenommen. Am gestrigen Abend oder am weiteren Verlauf ist durch die Einsatzleitung die Versammlung für beendet erklärt worden. Daraufhin sind auch die Zufahrten zunächst wieder freigemacht worden. Die Lage hat sich heute Morgen aber noch anders dargestellt. Und zwar waren die Zufahrten zum Zentrallager hier in Kloppenburg teilweise wieder blockiert. Wir haben die Lage vor Ort erneut rechtlich bewertet und sind zu dem Entschluss gekommen, dass es sich um eine neue Spontanversammlung handelt, die dementsprechend auch das Recht der Versammlungsfreiheit genießt. Ich bin hier seit Sonntagabend. Zwischendurch bin ich immer mal wieder nach Hause gefahren, um die Tiere zu versorgen, noch was für die Schule zu tun. Ich besuche zurzeit die zweijährige Fachschule, um mich weiterzubilden, damit ich später unseren landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause ordentlich bewirtschaften kann. Allerdings, so wie es jetzt aktuell läuft, geht's nicht. Da werden wir den Betrieb nicht so weiterführen können. Keine Chance. Die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat sich dafür für uns eingesetzt, will gegen die großen Konzerne, ob es Lidl, Aldi, Edeka, ganz egal wer es ist, wollte sie gegen angehen. Dann kamen die großen Chefs der Lebensmittelketten und haben einen Brandbrief geschrieben zur Bundesregierung, zu Frau Merkel und haben sich über Frau Klöckner beschwert, dass das nicht geht. Dass sie sozusagen meint, sie sind die großen Macher, sie können tun und machen, was sie wollen, die Preise bestimmen, die Preise, also unter aller Sau, was sie dafür bezahlen, was für unsere Produkte, also ganz ehrlich, bei uns zu Hause, wir haben Schweinemast, wir haben Hähnchenmast, wir produzieren zurzeit Schweinefleisch für 1,19 Euro das Kilogramm, können wir es verkaufen. Jetzt durch die Schlachthofschließung, Corona und steigen die Gewichte von den Schweinen auch nochmal. Dadurch sind die Preise noch geringer durch Abzüge, Übergewichte und. Und das kann nicht so weitergehen. Also, nein. Man sieht es in den Werbungen, die Preise, dann steht da -40% für Schweinefleisch auf Schweinefilet. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist immer noch ein Tier gewesen. Und nein, das geht nicht. Wenn wir protestieren hier, wenn wir hier einen Streik machen, dann muss es jemanden wehtun, damit der auch reagiert. Die Lebensmitteleinzelhändler hier in Deutschland haben eine riesige Marktmacht. Und sie versuchen immer weiter unseren Verarbeitern die Preise zu drücken, weil wir produzieren Lebensmittel für den täglichen Gebrauch. Somit müssen wir auch täglich frisch in die Läden und wir produzieren sie täglich frisch zu höchsten Standards. Und da hat der Lebensmitteleinzelhandel einfach auch die Möglichkeit, dies zu drücken, weil wir diese Ware auch nicht wirklich zurückhalten können. Wir kriegen immer höhere Auflagen und diese höheren Auflagen, die können wir nur mittragen, wenn wir für unsere Produkte auch vernünftig entlohnt werden. Und wir produzieren regionale Lebensmittel und dann müssen die auch vernünftig bezahlt werden. Es geht hier ganz konkret um dieses Schreiben, was die vier großen Lebensmitteleinzelhändler an unsere Bundeskanzlerin Frau Merkel geschrieben haben und sich dort eigentlich über die Politik oder über einige Aussagen unserer Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner beschwert haben. Und das können wir überhaupt nicht nachvollziehen und finden das eigentlich für uns ein Schlag ins Gesicht, was dort abgeht. Und deswegen sind wir hier und wir fordern ein persönliches Gespräch mit dem Lidl-Geschäftsführer. Wenn man sich in einem persönlichen Gespräch gegenseitig in die Augen guckt, ist das immer etwas anderes, als wenn man über den Postweg oder über Telefon miteinander spricht. So kann der Geschäftsführer hier auch mal sehen, wie viele Landwirte hier vor Ort sind und wie viele Landwirte es auf die Palme gebracht hat, dieses Schreiben. Das ist für uns eigentlich der blanke Hohn, dass uns ja erst Gespräche angeboten werden. Diese werden nicht wahrgenommen. Und wenn wir Landwirte zu Tisch bitten, dann erwarten wir auch, dass mit uns gesprochen wird. Unsere Forderung ist, dass der Herr Gehrig, der Geschäftsführer von
Lidl hierher kommt, das Gespräch mit uns sucht. Das, die Forderung stand seit Sonntagabend klar fest. Wir hätten es bis gestern Abend auch noch akzeptiert oder bis gestern Nachmittag noch akzeptiert, dass er ein Telefonat uns anbietet, dass wir zwei, drei Leute nehmen, die mit ihm telefonieren. Aber es ist keinerlei Bewegung seitens Lidl auf uns zu. Und deshalb, wir haben die letzte Nacht bei Wind und Wetter hier verbracht. Die Leute waren alle klitschnass, die werden mit Sicherheit auch eine Erkältung davon mit nach Hause nehmen. Und daher erwarten wir jetzt bei diesem hohen Maß an Arroganz, dass der Herr Gesik hier persönlich auftaucht und mit uns spricht.